Servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder unterwegs mit einem Enduro hier im Hintergrund. Der Christoph kommt gleich vorbei, der will mir hier ein paar Trails zeigen in der Gegend, die ich auch noch nicht kenne. Heute ein bisschen kühler, um die 0 Grad, deswegen ein bisschen dicker angezogen. Ja, bin gespannt, was mich erwartet und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Also hier vorne der höchste Punkt, Funkmast. Da würden wohl einige Trails runtergehen. Einer ist Christoph schon gefahren, den werden wir jetzt auch gleich als erstes fahren, wenn wir Protektoren angelegt haben. Ja, dann bis gleich. Also hier der Funkmast, da der Christoph und dort der erste Einstieg. Christoph fährt nochmal vor. Jetzt fahren wir aber durch, eben haben wir uns die Drop-Batterie angeguckt. Aber ohne Protektorenjacke ist schon, ist uns zu heftig. Hier gibt es, wie gesagt, verschiedene Lines. Hier jetzt rechts der Großdrop, hier technisch. Ja, und das war schon die Hälfte vom ersten Teil. Da unten geht es noch später weiter. Das fahren wir dann erst am Schluss. Hier ist dann noch der Einstieg für den Rest. Also insgesamt gibt es von hier oben ein Trail. Dann hier der zweite Einstieg. Hier ein bisschen versteckelt hinter dem Häuschen geht ein dritter Trail runter. Der ist aber anscheinend nicht so stark befahren. Dann geht es hier noch weiter. Hier. Der vierte. Und hier dann noch der fünfte. Ja, und ich denke mal, wir werden jetzt noch einmal den ersten hier fahren. Und dann schauen wir uns die anderen vier mal an. Also starten wir nochmal rein in den ersten. Echt sehr lustig. Hier, wie gesagt, verschiedene Drops. Das hier rechts ist der heftigste. Wir fahren aber jetzt hier diesen technischen Teil. Sehr schick. Heute nur noch ein bisschen feucht. Deswegen ein bisschen aufpassen mit den Wurzeln. Aber macht echt Laune. Mal gucken. Hier. Ja. Und die Waldautobahn. Also hier jetzt nochmal den zweiten. An der Stelle nochmal Grüße an Max, den wir gerade kennengelernt haben. Ich hoffe, du denkst an meine Seite. Wir sind jetzt eben gerade, wie gesagt, schon mal gefahren. Ich fahre jetzt mal vor. Da kommt ein kleiner Steindrop. Und dann filme ich den Grill. Okay. Stein hängen geblieben. Okay, alles gut. Aber also jetzt den dritten. Hier, wie gesagt, ein bisschen versteckelt. Auch wohl nicht sehr oft befahren. Aber wir schauen. Und okay. Okay. Uh.
Oh, kleiner Sprung. Oh, Steinfeld. Oh, und abseits der Piste. Wie gesagt, sieht sehr schlecht. Gut, hier ist Anlieger. Und na, das war es auch schon wieder. Und wieder Auffahrt. Okay, also jetzt hier der vierte. Auch nicht stark befahren. Also der erste, wo wir gefahren sind, der war definitiv der, wo am meisten hier befahren wird. Aber die anderen waren zwar nicht lang, aber hatte jeder so seinen eigenen Charme. Eben dieses steile Stück. Ja. Jetzt sind wir wieder auf dem von eben. Ja. Also war das nur oben ist etwas anders. Eigentlich mehr oder weniger die leichtere Variante ohne dieses steile Stück. Also jetzt hier den fünften und letzten am Funkturm. Ja, wie gesagt, sehr kurz, aber man ist auch schnell hochgefahren. Da kommt Christoph. Oh. Und jetzt fahren wir noch einen sechsten. Der geht aber nicht an dem Funkturm los, sondern ein bisschen unterhalb. Und danach kommen wir noch mal zu so ein paar Dirtjump-Hügel. Also bis gleich. Also wie gesagt, jetzt hier unterhalb von dem Funkmast. Passt. Oh ja, sieht auch lustig aus. Ah, schick. Also ich glaube, es war fast. Oh, als flat. Also auch sehr lustig, ähnlich wie der erste. Feuchte Wurzel. Also hier kann man dann. Oh, sau gut. Ah, sehr schick. Sehr lustig. Also jetzt hier die Verlängerung von dem ersten Trail. Geht noch mal ein bisschen weiter. Und dann kommen wir zu diesen Dirt Jumps. Step up, aber voll den Dreckbrocken ins Auge bekommen. Oh. Ja, also das waren hier die Trails. Wie gesagt, wie schon im Video erwähnt, waren es nicht lang, aber haben ultra viel Spaß gemacht und jede kleine Strecke hatte so ihren Reiz. Danke Christoph nochmal fürs Zeigen, war echt sehr lustig. Müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.